Welcome to Rockets Fan TV. Herzlich willkommen zu einer kleinen, zum kleinen Special von Rockets Fan TV. Letzte Saison gab es ja bereits die Rakete der Saison, das hatten wir ja da mal eingeführt. Damals war es noch Jan Gurica. Und auch in jeder Saison durftet ihr wieder abstimmen. Und diesmal wurde es David Lademann. Lieber David, herzlichen Glückwunsch zu dem Pokal. Die Fans haben dich gewählt, deine Leistung gewürdigt. Hast du noch ein paar Worte für die Fans übrig? Ja, erstmal Dankeschön. Es freut mich wirklich. Ja, ich denke, haben ganz viele andere das wahrscheinlich viel mehr verdient als ich. Aber ja, ich bin trotzdem froh. Der kriegt bei mir einen Ehrenplatz daheim. Und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich hoffe auch, dass ihr alle wieder in die Halle dürft und mir ein bisschen beim Rumstolpern zugucken könnt. Und ja, sonst denke ich, dass wir eine gute Saison nächstes Jahr spielen werden. Und ja, ich freue mich und bis bald. Noch eine kleine abschließende Frage. Wie würdest du selbst deine Spielweise bzw. deine vergangene Saison bewerten? Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht unbedingt der Schönspieler, glaube ich, und so, aber ich glaube, dass man viel, was man an Talent und so nicht hat, kann man halt mit Ehrgeiz und so wegmachen. Und ich finde es auch schön, dass das gewertschätzt wird und ja, das freut mich. Und wie gesagt, für das schöne Hockey sind andere zuständig. Ich glaube, der Shane wurde ja auch schon bekannt gegeben, dass er verlängert hat. Und ich glaube, so Spieler, das ist eigentlich Eishockey. Und ich finde es schön, dass so die Arbeiter mal wertgeschätzt werden. Und ja. Gut, David, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Hm? So lang ist es ja nicht mehr bis zur Saison. Noch, ja. Noch knapp über einen Monat sogar. Ja. Gut, dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr abgestimmt habt. Und auch in der kommenden Saison wird es das wieder geben. Erstmal die Rakete des Monats und am Ende der Saison dann ebenfalls wieder. Ja. Gibt es so einen wunderschönen Pokal zu gewinnen. Schauen wir mal, wer sich das erarbeiten wird. Vielen Dank, David. Macht's gut. Ciao.